Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 3 Totenbeschwörer. Akt 5. Der Totenbeschwörer. Der echte und nicht so billig wie Maltael. Ja. Der beschwört ja keine Toten. Wie voll der Lappen eigentlich. Upp. Ich würde nur einen Gegenstand aufheben. Jo. Nein. Ihr nicht, wir retten euch alle, komm. Okay, ihr vielleicht doch. Ja, wenn ihr schon tot seid, brauchen wir euch nicht retten, können wir schon mal weitergehen. Ich hab da mal was vorbereitet. Hier lang? Nee, hier lang? Ja, ist richtig. Kanalisation! So, ich frage mich zwar, wie man aus Schlangen die Knochen rausziehen kann. Oh. War schon wieder die Tür? Ja, ich raste nur ganz statisch einfach nochmal neu. Yep. Also, ja. Ach, ja, weil meine Shopping Queen sich gefühlt irgendwie jeden Tag was holt. Naja. So, jede Menge Scheiße verkaufen. Achso, doch. Was? Na, hier verkaufen kann ich, oder? Ja. Yep. Ah, ich gehe schon mal weiter, ja? Mach mal, los. Ich vergesse diese scheiß Knochenrüstung immer wieder. Kostet 10 Essenz, okay. Ah, genau, der erste Bossfight. Ah, die, generell die Bossfights in dem Akt waren richtig geil. Ja, die sind auch alle. Es braucht noch etwas Zeit. Fürchtet nicht das Ende. Alles was. Das war ich jetzt. Oh. Wir müssen einmal was rumlaufen, sinnloserweise. Naja, wir müssen ja eh oben zur Kathedrale. Kathedrale des Lichts. Das ist noch nicht so. War denn das nochmal her? WoW. Stimmt. Passt ja, ist ja Blizzard. Ja, stimmt wahr. Das ist ein Brei. So. Hey, Tyrael. Oh, wir müssen jetzt. Geiler Effekt. Ja. Wir müssen jetzt hier erst Action machen. Scheiße, die Leichen zählen ja hier nicht. Oh, aber die. Beschwörerin des Todes. Oioioi, süß. Alter, ich habe gerade einen richtig krassen Gegenstand bekommen. Okay. Wirkungsvolle Segenzahnsense der Himmel. Alter, so richtig heftig. Der Name, Alter. Allein der Name lässt schon denken, yo, was ist das für Dreck? Ja, nice. Habe ich schon immer gewünscht, Tommy. Also wirklich. Ja, deswegen hast du ja auch gezeigt. Geil. Ja, oh nein, das hast du bestimmt aus Versehen zerstört. Ja. Fuck, ach Tommy, ey, du bist immer schon so echt tollpatschig. Ja, ich hasse mich auch. So. Du bist wahrscheinlich schon vorgerannt, wa? Nee. Okay, ich sehe nichts. Die Leichen liegen ihnen zur Deko. Blaue Gruppe. Eine blaue Tote.
Wo musst du eigentlich um 15 Uhr hin? Da bin ich auf dem Weg zu meiner alten Kita. Ach so. Weil die großen ihr Abschied feiern. Und da wurdest du eingeladen? Ja. Das ist doch cool. Von den Eltern. Also ich von den Erziehern, glaube ich. Die wollen mich da nicht. Wieso denn das? Meine Erzieherin aus, also meine Gruppenerzieherin damals. Ach, scheiße, das ist, ich habe mich mit ihr angelegt, weil ich es einfach unmöglich fand, was sie abgezogen hat. Hm. Naja. Aber wenigstens cool von den Eltern. Ja, mit denen habe ich mich auch gut verstanden. So. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Nebenquests aus der Art hat. Ja, das finde ich aber cool. Ja, hat mich auch. Also, die haben sich nochmal so richtig viel Mühe gegeben. Also, immerhin hat er ja auch in sich 30 Euro gekostet, war. Was? Achso, ja, das ist der Akt und der Akt. Gleichzeitig. Das stimmt allerdings. Also doch oben rechts. Nee. Ich hasse dieses, man wird verlangsamt. Alles, was einen langsam macht in dem Spiel, ist der Horror. Ja. Man hat sowieso das Gefühl, dass man todeslahm ist. Ja, wirklich, aber auch dauerhaft. Egal wie schnell man. Ja, kann man beide gleichzeitig auf die dumme Idee, das zu verschnellern. Hast du auch gemacht, ja? Ja. Aha, hier ist eine Kreuzung, da bin ich mir ganz sicher, damit wir das schon mal im Blick haben. Okay. War keine Kreuzung? Doch. Aber ich lasse sie jetzt einfach mal. Aber ich wollte sie nur schon mal aufdecken, dass wir das nicht irgendwie vergessen. Oh yeah! Stimmt, den ersten, den man tötet, ist Ursergel, war. Ja, glaube schon. Der in dem scheiß Haus. Malta, jetzt hat nur nein. Nee, ich glaube nicht. Wir gehen erst zu diesem komischen Seelen. Wir gehen ja zum Seelentiegel. Und ich glaube, das ist dieser ja, geile stimmt, Boss. Aber da, das ist kein Boss. Das ist kein Boss? Nee, das sind mehrere Seelen. Seelenmeid? Ein Verlangsamen und so. Das war kein richtiger Boss. Ich hörte meine Knochen. Muss ich mir gleich nochmal angucken, weil ich glaube eigentlich, dass das ein Boss war. Das mit dem Feuer, mit dem Feuerboss kommt ja danach, glaube ich, erst. Das kommt danach, ja, aber nein. Ich sag halt, dass es immer noch kein richtiger Boss ist. Das, was da kommt. Okay. Geil, wow, mega Hinterhalt. Tod. Tod. Oh, eine prächtige Kuh. Krass, dass man sowas nochmal sieht. Und ja, cool. Das Legendäre brauche ich mich gar nicht freuen. Achso, Das ist ein Schild. Ach, Schild, ich dachte, das ist sogar noch was nur für sinnlos für einen Begleiter. Das hätte ich, glaube ich, nicht mehr so schnell erkannt. Naja. Schon kein schlechter. Zu welchem Set gehört es denn? Jazzed. Oh ja, doch, das ist... Okay. Ich glaube, die passive... Also, Set
Ding ist gar nicht schlecht. Ja, ich glaube ich auch. Hey, ich habe bloß gedacht, dass es kein Schild für Totenbeschwörer gibt. Alter, der hat ja auch noch richtig krasse nice Stats. Ja. 10% Crit-Chance, Alter. Das hat er. Das war vielleicht doch ganz gut. Musst nur gucken, ob du da noch Fertigkeiten Schaden raufkriegst oder halt deinen physischen Schaden. Ja, naja, ich habe ja bisher Abklingzeitenreduzierung, aber wenn ich das ja an sich gar nicht brauche, dann... Ja, eben. Dann nehmen wir halt was anderes rein. Und Sockel ist ja auch drauf, also... Stimmt, Sockel ist ja auch schon drauf. Alter, das Ding ist gar nicht so scheiße. Na, vielleicht bringt es doch noch was, hier Dings durchzuzocken, die Kampagne. Was hast du gesagt? Vielleicht bringt es ja doch noch was, die Kampagne durchzuspielen. Okay, ich verstehe es leider gerade nicht wegen den Scheiß-Ohrungen. Okay, zumindest sind sie nicht auf der Aufnahme. So, jetzt. Vielleicht bringt es dann doch was, die Kampagne durchzuspielen. Ja, manchmal ja. Ja, denk doch nur an den Ring, den ich da aufgefunden habe. Das Labor, der ist voll offen für meinen Magier. Und zwar der, wo leider der passive Effekt leider nicht für den Magier bei mir war. Ich muss mich noch gedulden. Scheiße. Der ist aber schnell gestorben. Ich habe meine krasse Attacke viel zu umsonst gemacht. Viel zu spät. Umsonst. Toll. Was denn? Wir hätten nur gerade ausgehen müssen. Ja. Mauer hätten sterben. Mag ja den Ring hier. Einfach nur auch schon wegen seiner passiven Fertigkeiten. Ja, definitiv. Da würde bei mir auch nochmal 1,2% Schaden rausholen. Ja, auch einfach reduziert die Anzahl für Z-Boni, benötigte Gegenstände. Na. Na, das ist natürlich auch geil. Aber das lohnt sich auch sogar fast eher sogar noch zu zerstören, weil du es dann für alle Klassen machen kannst. Ja. Ah. Und das habe ich ja auch, aber es addiert sich leider nicht. Ja, so, das wäre auch ein bisschen heftig. Ja, ja, das wäre mega heftig. Hier, ich habe gedacht, das wäre ein Boss. Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Nein. Ich bin echt so auf den Sack. Oh. Easy! Ach ja, es findet man ja die Mystikerin. Ja. So, wen haben wir denn jetzt hier? Schon nochmal genau dasselbe. Jetzt kommt das nochmal? Nee. Doch, findet den Meisterseelentiegel auf dem Vorhof. Aha, endlich mal wieder eine Gruppe, Alter. Ja, bloß... finde ich die ziemlich scheiße. Aua! Aber die hauen ganz schön raus. Okay. Das war ziemlich heftig. Aua, aua, aua. Okay. Instant nochmal gestorben. Ja. Nochmal nach oben eher, statt in neue Gegner rein. Ja, ja, ich will so ein bisschen im Kreis laufen. Legendärer Stab. Und tot, nee, doch nicht. Ein bisschen im Kreis laufen und dann geht es schon. Weggehauen. Die haben wir richtig weggesnackt. Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit.
Lasst euch davon nicht überwältigen. Naja. Ich bin immer noch über meine Zweinwaffe glücklich. Ja, du bist ja ein Cheater. Uralt legendär ist ja auch nochmal eine ganze Ecke krasser als legendär. Ja, wirklich. Ich habe ja auch gesehen, du kannst bei den Würfel, kannst du auch die noch weiter verstärken. Okay. Aber das ist, kostet immens viel. Also so sehr, dass ich glaube, dass es sich niemals lohnt. Okay. Du sollst halt irgendwie seit einem uralten legendären Gegenstand, ist klar, den du verbessern willst natürlich. Dann sollst du entweder drei König, also makellos königliche Edelsteine reinlegen, egal welche, also drei derselben Art, aber egal welche. Ja. Dann sollst du einen legendären Edelstein für Angriff auf Stufe 30, einen auf 40 und einen auf 50. Oh, okay. Nur damit du einmal deinen uralten Gegenstand noch besser machen kannst. Klingt das schon ein bisschen absurd. Bisschen absurd teuer. Ja. Aber wie krass müssen dann die Stats werden? Ja, genau. Das war nämlich auch meine erste Frage. Und zweitens... ist teuer. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass wir gar keinen Schaden mehr machen. Echt? Ach so, ich laufe auch ohne dich rum. Ha! Ich sag jetzt absolut ja nicht. Oh, die ganzen Leichen, damit habt ihr euer eigenes Todesurteil geschrieben. Ich hab überhaupt nicht mehr erkannt. Jo. Tom bei Hook, der hat auch noch gesagt, er hätte sich jetzt auch einen Gestaltenwandler gewünscht. Als Klasse. Ah, als so ein Totbeschwörer auch cool, aber er meint trotzdem so Gestaltenwandler, der muss noch rein. So Diablo, Diablo 2, der Druide. Konnte der keine Bären formen? Oder wie bei Hagrid. Ja. Klasse Wand, die ich wandeln könnte. Bei Hagrid? Bin ich auch eine Klasse, die ich machen konnte? Die Vampirin hat so eine extra Form gehabt, die in der Nacht war. Ich weiß nur halt bei WoW, der Druide. Ja, das ist ein richtiger Gestaltwandler. Es braucht noch etwas Zeit. Level up. Stufe 430. Boah, da bist du ja fast nur 100 Level höher, Zicke. Na, hups, falsche Attacke. Das ist unmöglich. Der hat ganz wenig Stacheln abbekommen. So, jetzt müssen wir immer weiterkommen. Wo ist denn hier der Scheiß? Ja, wirklich. Mann. Okay, höchstwahrscheinlich unten, wenn ich jetzt schon so sehe. Ja, ja. So, 18 Minuten. Ich werde auch schnell mal die Folge beenden und gleich wieder neu starten. Jo, also, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge von Diablo 3. Totenbeschwörer wieder. So, haut raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.